schön weiterschneiden, gell? Helmut, ich bin's. Tut mir leid, es ist leider ein bisschen später geworden. Nein, nein, mach doch nichts. Wir haben schon zum Kochen angefangen. Ich riech mich bloß ein bisschen her. Mmh, wie das schon duftet. Na, ich hab vielleicht ein bisschen zu viel Knoblauch erwischt. Wird die Kundschaft wieder Gastarbeiter zu mir sagen. Knoblauch? Im Schrank wäre doch noch eine ganze Dose Sugo gewesen. Hättest du nicht extra einen kochen müssen. Doch, wir kochen wir zwei, gell? Schneid die Champignon, Susi. Schau mal, ich muss die Champignon schön schneiden. Seit wann gehört denn in ein Sugo Champignon? Seit unsere Hausfrau das Koch spielt und wir den Haushalt übernommen haben. Bist du vielleicht deswegen sauer? Ja. Grüß dich. Du, ich hab übrigens Pfundig gespielt. Zuerst habe ich eine halbe Trainerstunde genommen und dann habe ich die Karin in Grund und Boden eingekauft. Aha. Du, pass für auf, dass die Spaghetti al dente sind, gell? Hast du schon mal erlebt, dass meine Spaghetti nicht al dente sind? Machst du ein paar mehr Spaghetti, weil die braten wir dann morgen mit der Susi ab, gell? Ja, sag mal. Jetzt hast du ja schon fast alle Champignons geschnitten. Hm? Ja. Der kann doch nur völlig besoffen gewesen sein. So diese Zeit? Wochenend und Monatsanfang. Da haben die Leute Geld. Vielleicht ist er auch unter Drogen gestanden. Wissen Sie nichts, Herr Wachtmeister? Naja, das ist ja jetzt auch wurscht. Für den ist ja eh alles zu spät. Leid tut mir nur das kleine Mädel. Na, Sie meinen das Kind da? Ich habe alles genau gesehen vorhin, bevor die Polizei die Absperrung gemacht hat. Das Kind kann höchstens 5 Jahre alt sein. Und alles nur, weil er besoffener die Vorfahrt nicht beachtet. Ist was? Muss sie sein? Du bist zu ruhig. Ich muss immer noch an den Unfall von vorhin denken. Ist doch nichts Neues. Aber ein unschuldiges Kind liegt jetzt im Krankenhaus. Und so wie die ausgeschaut hat. Tja, das hat nicht gut ausgeschaut. Ich hab nämlich selber eine Tochter, die ist in dem Alter. Ja, ich weiß schon. Heidi heißt's, oder? Susi. Mein Stefan, der fährt noch mit dem Kinderwagen. Der ist erst 2. Ich weiß einfach nicht, was ich mache, wenn mich jemand anfährt und meine Tochter ist dann so zugerichtet. Hier spricht Isa. Der nächste zur Landschaftsstraße. Schwabing 0115 kann fahren. Das hat aber mal wieder mal reichlich Schlange gedauert. Ja, was hast du gedacht? Der Osterhass vielleicht? Hast du uns angerufen? Ja, was meinst du wohl, was hier los ist? Eine Auseinandersetzung hat's geheißen. Eine Auseinandersetzung? Komm mal mit, dann zeige ich dir mal was. Ah, komm mal schon, Dinger. Bist du ein bisschen spät gekommen heute? Was heißt spät gekommen? Ich bin gekommen wie immer und ich denke, ich sehe dich richtig. Meine Gulli ist besetzt. Ich habe ihn ganz höflich gebeten, das weiter zu suchen. Musst du da, Auto mal eine Fresse. Hier. Musst du in Zukunft früher kommen? Ich weiß bloß, dass das Körperverletzung ist. Das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Wofür haben wir denn in der Polizei? Bestimmt nicht dafür, dass wir dir da den Platz freimachen. Pass auf, da gebe ich dir einen guten Rat. Nimmst einfach diesen Schacht. Was hast du gesagt? Ja, diesen Schacht nimmst, der ist frei. Unmöglich, ich hänge am Leben. Was heißt das? Ja, wisst ihr, jetzt ist er eiskalt. Die Küche, die ist doch da drunter, wo der Justab drauf liegt. Ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Ich denke, München ist Weltstadt mit Herz. Wo ist denn euer Herz? Wenn ihr nicht mal dafür sorgen könnt, dass ein armer Obdachlose sein Plätzchen. Okay, also das bin ich schon her, arm. Wie wär's denn heute wieder zusammenbettelt? Hä? 100 Mark oder mehr? Schlaft im Bayerischen Hof, wenn dir das nicht passt. Aber lass uns in Ruhe gehen. Das ist ein netter Mensch, der Heinl. Hat kein Herz. Hat einfach kein Herz. Grüß Gott, wir sind angerufen worden. Ihre Nachbarn haben sich beschwert.
Beschwert? Ja, Ruhestörung. Hat es einen Ärger gegeben? Bei uns? Na. Haben Sie gewinnt? Ich? Ja. Na. Dürfen wir meine Neuschauen? Ja. Bitteschön. Noch wenige Sekunden, das Betrauungsfest für Sie hatte sich in Meldung sehr gut gehalten. Moment. Eine kleine Unaufmerksamkeit. Guten Abend. Ja, was ist denn? Es handelt sich um eine Ruhestörung. Und Peter Cestonaro, der Tour. Bei uns? Ja, Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Was geht denn das dir an? Die sollen sich um ihren eigenen Dreck kümmern. Was wir machen, geht niemand was an. Richtig. Es sei denn, Ihre Nachbarn fühlen sich gestört durch das, was Sie tun. Also, was war los? Sagen Sie mir, haben Sie nichts anderes zu tun? Habt Sie nichts anderes zu tun, als euch um irgendein blödes Geschwätz von irgendwelchen Nachbarn zu kümmern? Ich möchte das Fußball schauen. Sie hatten eine Auseinandersetzung, gell? Ja, und? Wem geht denn das nicht so? Sagen Sie mal selber. Ja. Sind wir nicht ein Bild des Friedens? Trotzdem möchte ich jetzt wissen, was hier los war. Wieso hat es einen Ärger gegeben? Also gut. Gut, ich komme von der Arbeit heim und freue mich auf meinen Feierabend und auf was Gescheites zum Essen. Ne? Ist keine Frau nicht da. Ich frage die Kinder, wo ist denn Mama? Keine Antwort. Ich gehe runter an die Ecken und kaufe mir Essen und dann kommen Sie daher. Und wollen Sie wissen, was war? Oh nein, das ist so kindisch, dass ich es ja noch gar nicht sagen mag. Bei der Elfriede war ich! Ja, und nach Schnaps hat es gestungen, dass du eine Sau graust. Und das mit zwei kleinen Kindern. Na ja, da hab ich auch nicht aufgestrichen. Aber bei der ist ja alles zu spät. Wird ja gut sein, aber wenn man vom Fußball nichts versteht, soll man es einmal halten. Aber ich verstehe was, gell? Du, zu deiner Information, das Runde ist der Ball. Dann sag einmal, möchtest du frech werden? Komm rüber, lass dich sorgen, dass du. Guten Abend, Toni Sill. Eine Rauferei von ca. 20 Personen. Hier spricht Isa. Zwei Wagen zum Tonisl-Schlägerei. 20 Personen beteiligt. Wer? Schwabing 0114. Schwabing 0118, mir fallen ein. 20 Personen? Was meinst du? Zu viert werden die nicht früh ausrichten. Gehen wir. Schwabing 0115, wir haben mitgehört, wir fahren auch. Der stand richtig. Druck drauf. Stinkt. Ja, muss die frische Luft sein. Jetzt komm, Hubertus. Packen wir's. Gehen wir weiter. Das ist alles, bloß weil ich seinen Deckel gesetzt hab. Ja, du, so einen Rausch hab ich auch mal gehabt. Das war, als wie mein Stefan auf den Weg gekommen ist. Ich hab gemeint, ich wär nicht mehr. Ja, das kenn ich alles, aber deswegen muss er nicht in unser Auto speien. Ja, der Hubertus ist wieder Starkheit. Wir haben ihn von der Straße wieder müssen. Weil sein Platz halt besetzt war, hat er sich einen Rest gegeben. Na, der hat ja hier seinen Platz, für 35 Mark. Das wäre dann wieder Reiter, wenn er ausgerüchtet ist, morgen. Hubertus, 35 Mark, das wären 10 Flaschen Rotwein. Oh. Was ist mit dir los? Ah, beim Donisl, da haben wir einen Schwinger gegeben, so schnell habe ich gar nicht schauen können. Was die Personalien? Ach, nichts, gar nichts, keine Ahnung, wie das war. Ja, vielleicht sollst du das sein, genau. Das geht schon wieder. Und manchmal denke ich mir wirklich. Was? Ist es. Ich hab leider noch was für euch. Was? Noch am Saufner?
Nein, ich glaube nicht, ein Verkehrsunfall in der Gebsattelstraße. Allerdings ohne Personenschaden. Ich glaube, eine Routine ist auch. Aha. Das ist er schon. Der ist ja sauber hier brummt. Wenn du jetzt mal sagen kannst, wo der Informant ist, der uns angerufen hat, das erkennen wir uns da. Unfallflucht. Ja, da ist ein Zettel. Sollte die Polizei doch noch kommen? Ich bin in der Wirtschaft. Gezeichnet Siegfried Seeohr. Sollte die Polizei doch noch kommen? Ja. Das ist ein kleiner Witzbold, der Herr Seeohr. Grüß Gott. Wir suchen einen Herrn Seeohr. Da brauchen Sie nicht lang suchen. Ich bin da. Sind Sie der Besitzer von dem Kraftfahrzeug da draußen mit dem Kennzeichen MHE? Was ist das für eine Nummer? 528. Allerdings, spät kommt sie, doch sie kommt. Was haben Sie gemeint? Ich hab gemeint, sie kommen nicht mehr. Darum bin ich da rein in die Wirtschaft. Was war denn da draußen los? Kommst du gleich mal mit zum Wagen? Moment, wird nur ein kleines bisschen. Jetzt habe ich so lange auf euch gewartet. Jetzt könnt ihr auf mich ein bisschen warten. Ja, jetzt passen Sie auf. Ich komme also von da unten und fahre so schön gemütlich dahin und denk an nichts. Nicht wahr? Auf einmal kommt mir da so ein Raudi entgegen und blendet die Scheinwerfer auf. Ne? Der schreckt natürlich. Und da muss ich unwillkürlich das Steuerrad verzogen haben. Nicht wahr? Und bin da drüben dann auf den Bürgersteig aufgefahren und an den Pfosten dahin. Ne? Da. Ja, was war denn das für Wagen? Haben Sie das Kennzeichen erkennen können? Aber ja, da. Nein, das könnte ein Polo gewesen sein oder ein Fiat. Das schauen da heute alle gleich aus, die Auto. Sieger, da kaum eine Bremsspur. Wie schnell sind sie gefahren? Ja, nicht schneller, wie die Polizei erlaubt. Also, wie schnell? Ja, ich weiß nicht, habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, nicht über 50. Haben Sie was getrunken? Ja. Aha, wie viel? Zwei klare. Drüben in der Wirtschaft, das haben Sie selber gesehen. Und vorher? Vorher? Was heißt hier vorher? Na, das wissen Sie doch ganz genau. Ich meine, was haben Sie unten, bevor Sie in die Wirtschaft sind? Ah, jetzt verstehe ich. Sie wollen also eine Verdächtigung aussprechen. Nein, ich möchte da keine Verdächtigung aussprechen, sondern ich stelle Ihnen eine Frage und ich möchte, dass Sie die beantworten. Sie. Herr Wachtmeister, könnten Sie das nicht ein bisschen höflicher sagen? Ich bin durchaus höflich. Sie wollen mir also nicht sagen, wie viel Sie getrunken haben? Also, wenn Sie in dem Ton mit mir weiterreden, sage ich Ihnen überhaupt nichts mehr. Nicht? So weit kommt's noch. Erst den Schaden haben und dann noch schwach werden lassen. Sind Sie also einverstanden, dass wir einen Alkoholtest machen? Was, Sie sollen ins Werk lassen? Wieso? Ich muss doch wissen, wie viel Sie getrunken haben. Zwei klare. Das haben Sie selber gesehen. Ja, dann können Sie ja blasen, bitte schön, doch. Blasen? Wäre nicht. Herr Seeohr, wenn Sie nicht blasen wollen, obwohl Sie bloß zwei Schnaps getrunken haben, da liegt doch der Verdacht nahe, dass Sie mehr getrunken haben. Dass Sie möglicherweise die zwei Schnaps in der Wirtschaft getrunken haben, um eine Erklärung für Ihre Fahne zu haben. Die haben Sie nämlich. Wissen Sie was? Sie reden zu viel. Und Sie mir zu wenig, also wollen Sie jetzt blasen? Nein. Und wenn ich sag, nein, dann ist es nein. Gut, dann bringen wir Ihnen die gerichtsmedizinische zur Blutentnahme. Wieso nicht das lieber? Und das wird schief bleiben lassen. Oder wollt ihr euch lächerlich machen? Zwei klare, habe ich gesagt. Ja, aber blasen wollen Sie mir noch nicht. Nein. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein elender Querulant. Was haben Sie da gerade gesagt? Sagen Sie das bitte nochmal. Ich hab gesagt, Sie sind ein Querulant. Nein. Ein elender Querulant, haben Sie gesagt. Stimmt's? Ja, das hab ich gesagt. Jetzt können wir es mitmachen. Es hat keine Schwierigkeiten. Das werden wir gleich haben. Steigen Sie ein. Das wird euch noch leider. Ich kenn nämlich auch einen General. Ja, so recht. Den kennen uns alle.
Querulant. Ein auf sein tatsächliches oder vermeintliches Recht pochender, sich daran beschwerender, lästig fallender Mensch. So ist es, genau. Hey Helmut, was machst denn du da? Tickst doch. Sauf mal noch. Hast du Ärger gehabt? Im Dienst? Oh, Ilona. Manchmal frage ich mich wirklich, was für ein scheiß Beruf das ist, den ich da hab. Wieso? Was du da alles so an einem Tag mitkriegst. Psoffene, die Speimel ins Auto nehmen, hast du Unfälle, dass dir schlecht wird. Dann kommst du in Familie rein, wo hinten vorne überhaupt nichts stimmt. Und dann darfst du am Schluss eine Schlägerei schlichten, wenn es Glück hast. Mir hat heute hat mir einer nicht gehört, das tut mir jetzt noch weh. Ja, aber man sieht nichts. Na hier, Magen, da, wo ich mich nicht gehört. Hier. Am Schluss komme ich dann nur so einen Deppen hin, der nicht blasen mag und na. Blut lasst er sich abnehmen, der blöde Hund, verstehst? Jetzt, sagt er mir auch. Anzeigen? Ja, wieso denn? Ja, natürlich, Herr Seher, das ist ihr gutes Recht, obwohl. Obwohl? Hä? Obwohl was? Nein, ich meine, es geht mir persönlich nichts an, aber wenn ich bedenke den Zeitaufwand, den Sie haben, nicht nur, weil Sie nicht blasen wollten, und gestern die Blutentnahme bei der Gerichtsmedizinischen und jetzt sitzen wir hier beieinander und wenn es tatsächlich zur Anzeige kommt, gibt es möglicherweise Sie Verhandlungen. Sie brauchen gar nicht weiterreden, ich habe ihn ja schon verstanden. Na gut, dann kann ich also den Vorfall als erledigt betrachten. Erledigt? Was heißt hier erledigt? Na, na. Jetzt geht's erst richtig los. Ja, aber Sie haben doch gerade selber gesagt, Herr. Ich hab gesagt, ich hab Sie verstanden. Ich hab verstanden, dass Sie mir die Anzeige ausreden wollen, aber das sitzt bei mir an der falschen Adresse. Moment, Herr Frau Heidel? Ich würde bloß sagen, der Helm kommt halt nicht. Der Arzt war da. Ah, was hat er denn? Ja, ich komm halt nach der Küche, da sitzt er da und hat Cognac-Flaschen am Wickel. Der Heindl? Ja, ja, weil er sich so wahnsinnig ärgern hat müssen über irgendeinen so einen Typ. Ah, der Typ, der sitzt hinten bei mir, der will eine Anzeige machen. Gegen Helmut? Ja. Also doch, wie viel hat er denn gehabt? Ich mein, wie viel Promille? 0,4. Der hätte ruhig blasen können, der Spinner. Was fehlt ihm denn? Wir haben die halbe Nacht geredet, weil er so sauer war auf dem Job und auf alles. Und die ganze Zeit war ihm nicht gut. Und ich hab schon gesagt, trink nicht so viel. Aber er hat gesagt, es ist ihm so flau im Magen. Und dann hat er mir noch gesagt, er ist auch noch in eine Schlägerei reingekommen gestern Nacht. Gell. Und halb früh kommt er vom Häusl und da hat er Blut im Stuhl. Und dann habe ich natürlich sofort einen Arzt angerufen. Jetzt muss er ein paar Tage liegen. Darf ich mir mal anschauen? Was? Den Spinner, wie Sie sagen, oder den Querulant, wie der Helmut gesagt hat. Ja, ja, bitte. Vorsicht, der ganz linke Vogel. Herr Seeohr? Ist was? Was soll denn das? Wer sind Sie denn überhaupt? Das ist die Frau vom Kollegen Heindl, der gestern zu Ihnen querulant gesagt haben soll. Und sie ist hergekommen, weil sie wissen will, wie Sie ausschauen. Also, das verbitte ich mir. Na, Herr Seher, das können Sie jetzt wieder nicht, wissen Sie. Weil wir sind öffentlich. Und wenn Sie da herkommen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie jemand anschaut. Warum kommt er dann nicht selber? Ja, weil er krankgeschrieben ist. Ah, das ist ja wieder einmal typisch. Was ist wieder einmal typisch? Wenn es einen Ärger gibt, dann drückt man sich. Und wie drückt man sich? Na, am besten, indem man krank wird. Es tut mir aber leid, dass er so sensibel ist, der Herr Gemahl. Da hat er sich einen falschen Beruf rausgesucht. Es ist schön, dass Sie sich so wichtig nehmen, Herr Seher. Aber Sie sind gar nicht der Grund für die Krankheit des Kollegen Heidel. Der hat nämlich heute Nacht noch mehrere Zusammenstöße gehabt. Na bitte! Da legt er sich wahrscheinlich mit jedem an. Was sagst du, meine Nerven?
Sehr brav sind sie. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich die Selbstbeherrschung nicht gehabt. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Gute Besserung. So, und jetzt wird's ernst. Na, das glaubst du wohl selber nicht. Was? Na, eine Krähe hackt doch bekanntlich einer anderen kein Auge aus. Wenn es Schwierigkeiten gibt, halt sie da alle zusammen. Herr Seeohr, das möchte ich jetzt gar nicht gehört haben. In Ihrem Fall handelt es sich um ein Privatklagedelikt. Da reichen Sie Ihren schriftlichen Bericht im Präsidium ein und der geht dann ans Vermittlungsamt. Da folgt dann ein Sühneversuch. Und wenn der keinen Erfolg hat, dann können Sie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen. Und die wird dann entscheiden, ob öffentliches Interesse vorliegt und... Sie, Herr Kommissar. Ja, Herr Seeohr. Ihr reicht gar nichts ein. Sie machen jetzt ein Protokoll, und zwar ein ausführliches, weil es handelt sich hier nämlich um eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Sie sind ein Prozesshansel, gell? Ah! Aber das ist ja schon wieder eine Beleidigung. Na, Herr Seeohr, das ist eine Frage. Bei einer Beleidigung erwischen Sie mich nicht. Wissen Sie, ich mache das Geschäft schon zu lang. Was meinst du, was das gibt? Du Ärger auf jeden Fall. Eine Ermahnung oder nur eine Belehrung? Wo ist denn der Unterschied? Da ist er. Eine Ermahnung schlägt sich in der Beurteilung nieder und das kann dann wieder Folgen für die Beförderung haben. Also sag einmal das. Na, ich hoffe, dass du mit der Belehrung wegkommst. Na, das muss man doch verstehen, wenn man ganze Schicht lang nichts mehr Scheiße gehabt hat, dass einem da mal die Sicherung durchbrennt. Du, mir ist erst gestern Abends Sicherung durchbringt daheim. Aber Gott sei Dank weiß meine Frau nichts von der Möglichkeit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Frau Vogel. Ja? Die Putzfrau von der Inspektion. Ich möchte Ihrem Mann gute Besserung wünschen. Ach so. Ja, komm ins Rein, bitte. Helmut? Da ist noch ein Krankenbesuch. Bitte schön. Ja, okay. Frau Vogel, das ist aber eine Überraschung. Ich will ja nicht stören, aber ich war vorhin in der Inspektion und... Gut, Herr Schöninger, mein, tut's nur recht weh. Ja, das geht schon besser. Danke. Na, schauen Sie, was ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist ein Tee, den haben wir als Kinder schon immer trinken müssen. Der hilft nämlich gegen alles. Aber nur lauwarm darf er sein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, Frau Vogel. Ja, also wie gesagt, nur lauwarm, gell? Sonst rebelliert nämlich die Magenschleimhaut. Am besten ist, wir gehen gleich mal in die Küche. Na, den koche ich lieber selber. Gute Besserung. Bitte zeigen Sie mir doch die Küche. Ja, natürlich. Ah, Sie, noch was. Ich kenne zufällig Ihren Vorgang. Frau Vogel, ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie sind für unser Dreck verantwortlich und zuständig, nicht für unsere Akten. Ja, natürlich. Sie brauchen keine Angst haben. Es gibt höchstens eine Belehrung. Herr Heinl, Sie haben also zu Herrn Seeohr gesagt, elender Querulant. Ich darf Sie belehren, Herr Heinl, dass der Bürger von einem Beamten im Einsatz ein ordnungsgemäßes Verhalten erwarten darf. Dazu gehört natürlich auch, dass er sich nicht in der Wahl seiner Worte vergreift. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob Querulant eine Beleidigung darstellt oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass ein solches Wort in der Umgangssprache eines Beamten im Dienst nichts verloren hat.